Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Angespielt von The Wandering Village von Strayfawn Studios aus der Schweiz. Das Spiel soll im Frühling oder Sommer des Jahres 2022 erscheinen und ich freue mich, dass ich hier schon mal im Rahmen einer Demo-Version einen Blick darauf werfen kann. Ja, The Wandering Village, meine sehr verehrten Damen und Herren, mehr oder weniger ein City Builder und ich hätte schon viel an City Buildern gesehen, aber das Spiel hier treibt es dann doch nochmal ein bisschen weiter an die Natur angelehnt. Gehen wir eine symbiotische Beziehung mit einem Wesen ein, auf dessen Rücken wir uns durch die Lande bewegen. Das ist dann sozusagen das wandernde Dorf. Der Menschheit geht es wohl auch mal wieder nicht so gut in diesem Spiel. Aber das schauen wir uns dann gleich mal im Laufe der Geschichte an, wie sich das Ganze hier genau darstellt. Ein bisschen knuffiger Comic-Style. Das soll mich aber, wie immer, nicht von einem Test abhalten. Ganz frühe Version her, Version 0.1.11. Bedenkt, dass sich hier bis zum Start des Spiels noch einiges ändern kann. In der Regel, wenn sich an solchen Spielen noch etwas ändert, bis zur Veröffentlichung, dann meistens im positiven Sinne. Deswegen werde ich hier mal galant eventuelles Stocken oder irgendwelche Probleme, die sich vielleicht ergeben, übersehen. Und das solltet ihr auch tun. Ich bin sehr gespannt. Der alte Mann hat genug geschwafelt. Wir fangen mal ein neues Spiel an. Das nennen wir mal Jason Dux Symbiotic Village. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn nicht, habt ihr nicht zugehört und müsst das Video nochmal zurückspulen. Nein, Spaß beiseite. So, wir starten. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. So, Tutorial. Hello friend, my name is Ombus Mumblemore and I am the village elder here. Our people, the Newmans, have traveled far and endured many hardships throughout the years, but now we have come across Onbu, an ancient beast believed to have gone extinct centuries ago. Our encounter must have been fated. Ja, es muss schicksalhaft sein, dass wir bei unserer Wanderung dieses längst als ausgestorben vermutete Tier gefunden haben. Onbu. Onbu kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Aus irgendeiner Folge von Star Trek Next Generation. Da hat man doch so ein Wesen im Weltall gefunden, oder? Erhält mich gerne mal. It has most likely been asleep in the ground for a very long time. Maybe it woke up because the toxins keep seeping further and further into the earth. Naja, wahrscheinlich hat es die ganze Zeit geschlafen, aber die Toxine und Giftstoffe, die in die Erde dringen, sinken immer tiefer und tiefer und haben es vielleicht aus seinem Schlaf erweckt. The poor thing seems exhausted and has gone back to sleep for now. In once read that Onbu draw their nutrients from the ground, so I wonder if it can sustain itself out there. Seems like we need to take care of each other from now on. Okay, offensichtlich müssen wir jetzt gegenseitig aufeinander aufpassen. Onbu auf uns und wir auf Onbu. Es scheint auch wieder in einen Schlaf gefallen zu sein. Man fragt sich, wo es seine Nährstoffe herbekommt. Vielleicht zieht Onbu die Nährstoffe aus dem Boden. My experience has brought our people here, but now it's time for you to take over and lead them to a better place. Er hat die Leute hergebracht, aber jetzt muss ich übernehmen, um die Leute an einen besseren Ort zu führen. To ease the transition, I could teach you a little of what I've learned. Tutor you even. A tutorial, so to say. What do you think? Er bietet mir ein Tutorial an. Der Älteste, der Dorfälteste. Das nehmen wir natürlich an.
So, L, das Notebook. Was ich gerade noch mal gucken will, ist, ob wir hier... können wir hier noch die Sprache einstellen? Oder gibt es das momentan eigentlich nur auf Englisch? So, Tutorial. Ich glaube, wir müssen es auf Englisch spielen, oder? Gut, ist nicht dramatisch. Die Schweizer sind da ein bisschen internationaler aufgestellt. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht, in welchen Sprachen es schlussendlich erscheinen wird, das Spiel. Aber ich hoffe natürlich, dass auch eine deutsche Version dabei ist. Aber Englisch ist schon mal gut. So. Open the Elder's Notebook with the Book Button. On the right top of the corner screen, open the Elder's Notebook. Hint, you can all use button on each tutorial for more information. Also hier oben kann man aufs Buch klicken, aber auch in jedem Tutorial teil. So, Game Goals. Ich werde jetzt nicht ständig alles übersetzen. Da bitte ich um Nachsicht. Viel wird sich ja aus dem Gameplay auch ergeben. Ich lese ja immer gerne vor, aber vorlesen und übersetzen zieht das Ganze dann doch auch oft unnötig in die Länge. Ich denke mal, das Ziel ist ja klar. Wir müssen hier überleben. So steht es hier auch. Man muss Materialien aus verschiedenen Biomen finden. Man muss Schutz für die Einwohner bieten, Nahrungsmittel. Und wenn alle Bewohner auf Onbu sterben, dann ist das Spiel zu Ende. Man muss auf Onbu aufpassen. Aber ob Onbu sterben kann, das geht jetzt hier raus nicht hervor. Gut, hier sind Ziele, wie die Kamera bewegt wird, wie man Objekte aussucht, noch irgendwelche Tools, Ansichten, Gebäude, der Status von Onbu, wie man auf Onbu Acht gibt, Kommandos für Onbu. Dann gibt es noch Arbeiter, Biome. Das Thema Lebensmittel, wie bekomme ich die verschiedenen Mechaniken, Vergiftung, Ernten, Forschung, Bergung, Lagerung, verschiedene Ressourcen, die erklärt werden, verschiedene Gebäude, die im Dorf gebaut werden können, so Gebäude für Ressourcenproduktion, Raffinierungsgebäude, also zur Weiterverarbeitung, wie zum Beispiel eine Küche oder eine Bäckerei, Tiere, es gibt da Hornblower. Und es gibt onbufidigen Trebuchet. Das ist doch eine Mittelalterwaffe gewesen. Okay. Offensichtlich schleudern wir da die Lebensmittel in den Schlund von Onbu. Mal sehen. Und ein Doktor für Onbu. So, okay, alles klar. So, die Maus soll ich ein bisschen bewegen. So, das Spiel pausieren mit Space. So, der Onbu-View. Ich muss wahrscheinlich nur weit genug raus, oder? Ach, und wenn ich noch weiter rauszoome, dann kommen wir noch eine Ansicht für die Welt raus. Ja, komm. Ach, cool. Schön gemacht. So, jetzt Zelte für die Dorfbewohner. Multiple Objects. So. Dann lass mal gucken. 8 Zelte. Wo bauen wir die denn hin? Ins Grüne, in den Dreck? Ich habe noch gar keine Ahnung. So, Zelte. 8 Stück. 8 mal 5 sind 40 Holz. Habe ich 40 Holz? Nein, ich habe nur 30 Holz. Kann ich irgendwie wen zum Ernten schicken? Das Harvest Tool. So, und die Dorfbewohner machen sich da hier selbsttätig auf den Weg. So, jetzt kann ich anfangen, Zelte zu bauen. Ach, die sind aber klein. Passt ja keiner rein. So, 1, 2, 3. Nein, da wollte ich keins hinbauen. Abbrechen. 4, 5, 6, 7, 8. Alle schön in einer Reihe. Wundervoll. Es wird wuselig. Der Grafikstil ist in der Tat etwas besonders, aber in Ordnung. Dunkel. Es wird dunkel auf Onbu.
Onbu schläft. Hier wird einfach alles mit dem Hammer gebaut, auch die Zelte. So, 60 Bären auf Lager nehmen. Ein Pantry kann ich bauen, um Essen zu lagern. Pantry. Lass mal gucken. Pantry, Pantry. Ah, hier, Lagerhaus, Wassertank. Okay, so ein Lager kann ich ja bauen. So. Also jetzt mal von der sinnvollen Sortierung mal ganz abgesehen. So, Harvest. Können wir auch gleich noch ein paar Steine holen. Achso, schön mit Ballons. Die Ballonmarkierung erinnert mich ein bisschen an... Urban Kingdom. Ich habe überhaupt schon sehr viele City-Builder auf meinem Kanal ausprobiert. Wohl mit den meisten Folgen am prominentesten vertreten Frostpunk, aber auch andere Dinger, wie gesagt, Urban Kingdom, Sphere Flying Cities, also von fliegenden Städten, überschwimmende Städte bis hin zu normalen Städten. Ist also ziemlich alles dabei. Und werft doch da gerne mal einen Blick rein, wenn ihr mögt. Also auf Anhieb macht das Spiel schon mal einen guten, interessanten Eindruck auf mich. So direkt von vorne weg. Direkt von vorne weg hört sich auch gut an, ja. Ich könnte auch sagen, direkt von hinten weg, aber das hört sich komisch an. So, hier liegen irgendwie die Bären rum. Okay, die essen natürlich zwischendurch auch welche. Dann sammeln wir noch ein paar. Yes, to be harvested. I know. Also, Harvester. Harvester. Ich hoffe, die wachsen doch irgendwie von selber nach. So, jetzt habe ich sie, glaube ich, alle auf Trab geschickt. Okay, er fällt weiter Bäume. Ich hatte doch gar nicht so viele Bäume angeklickt, oder doch? Vielleicht doch. So, wo sehe ich denn, wie viel hier maximal reinpasst? Ach so, maximal 30. Okay, da muss ich ja noch ein Pantry bauen. Noch ein Lagerhaus. So, fehlt aber noch Holz dafür. Kann man dich auch abbauen. Huch. Ist es wach geworden? Hui. Es ist wach geworden. Und läufst du jetzt auch los? Okay. So, eine Farm. Einen Plot, wahrscheinlich irgendeine Erntefläche zuweisen. Drei Arbeiter zuweisen. Und einen Herbalisten wenigstens haben. Also hier so ein Kräuterkundler offensichtlich. Die Plots müssen auf Gras gebaut werden. Okay, also. Eine Farm. Wenn die Plots auf Gras gebaut werden müssen, gut, dann würde ich sagen, baue ich das hier mal mitten rein und holze die Bäume drumherum ab, würde ich mal vermuten, dass das eine gute Idee ist. Vielleicht hilft es Onbu ja auch, dass es ihn nicht mehr so juckt. Also mich würde es jucken, wenn ich solche Bäume auf dem Rücken hätte. Das Holz brauchen wir ja auch sowieso.
Weiß auch nicht, ob ich hier irgendwie unendlich Zeit habe. Ist hier vielleicht irgendwas passiert? Und er läuft ja hier durch die komplette Gegend. Was gibt's denn hier noch? Okay, mit denen kann ich vielleicht handeln oder neue Einwohner bekommen. Aber ich habe keine Gruppe, mit der ich solche Ausflüge unternehmen kann momentan. So, Plots. Plots. Das muss ich wahrscheinlich machen, wenn die Farm fertig ist. Schön, dass ihr alle glücklich seid. Also die Idee finde ich ja schon nice, ne? Mal gucken, ob wir irgendwann in Schwierigkeiten geraten, vielleicht wegen den begrenzten Ressourcen. Aber da gibt es sicherlich eine Lösung dafür. Ich sammle mal nochmal ein paar Steine. Ich denke mal, mit Nahrungsmitteln werden wir uns hier irgendwie versorgen können, dass wir die hier anbauen können. So, zuweisen. Drei Leute. Und jetzt? Beet. Requires to plant. Inventory. Water. Disable. Focus Worker. No plot assigned. Wie mache ich denn das jetzt? Plot. Hinzufügen. Achso, hier so. So, Plots assigned. Was machen die da jetzt? Irgendwas anbauen wahrscheinlich. So, ich würde gerne hier. So, hier geht nicht, aber hier. Na, überall. Überall, wo geht. Ach, das ist schön. Einfach drüber ziehen, muss man gar nicht zielen. Gut, der Baum steht hier ungünstig. Ein Herbalist. Herbalist. Hier. Der auch Platz braucht. Auf Gras. Natürlich da auch nichts verschwenden. Bau dich mal hier hin. Ich weiß, es sieht unorthodox aus. Da müssen wir halt drumherum ein bisschen abbauen, damit wir Platz haben. Aber das kriegen wir schon hin. Du wirst abgebaut. Achso. Da, wo der Platz gefehlt hat, die stehen automatisch auf Abbau. Okay. So, sehr schön. Schön gepflanzt. Beeren scheinbar. Wo kriegen wir denn Wasser her? Ich vertraue mal dem Tutorial. Es wird mir schon rechtzeitig Anweisungen geben. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu langsam bin. Du musst gerade lachen, weil nicht wegen dem Spiel. Hier nebenbei Discord offen. Schreibt jemand. Ich eben. Alexa. Schreibt Backcamembert auf. Alexa antwortet, ich habe Backgammonblatt auf deine Einkaufsliste geschrieben. Ist interessant, was da manchmal so bei rauskommt. Habt ihr auch einen Sprachassistenten? Könnt mich ja mal wissen lassen, was eure dollsten Erlebnisse gewesen sind. Auch wenn das nichts mit dem Spiel zu tun hat. Aber wir haben ja zwischendurch immer mal ein bisschen Zeit, während hier gebaut wird. Food Details. Ach so, gut, weiterverarbeitetes Essen hält länger scheinbar. Oder kommt mehr bei raus? Gehe ich zumindest mal von aus. Ja, The Wandering Village, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es euch gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Mhm.
So, was mit ihm hier? Ist am Quatschen? Steine müssen auch noch herbeigebracht werden. Vielleicht hätte ich das doch nicht so weit wegbauen sollen. Was ist das denn hier? Pilze. Ach, da kann man Essen für Onbu draus machen aus den Pilzen. Okay. Vielleicht sollte ich schon mal welche sammeln. Kann ja nicht schaden. So, was haben wir denn hier? Onbu-Hunger. 12%. Onbu-Müdigkeit. 41%. Onbu-Vergiftung. 0%. Onbu-Gesundheit. 100%. Gut. Das ist schon mal schön. Gut zu wissen. Ja, ich hätte das Gebäude vielleicht näher dran bauen sollen. Was ist das hier? Auch ein Pilz. Ein kleiner Pilz. Drehen kann man die Ansicht scheinbar leider nicht. Aber gut, ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt nötig. Wo laufen wir denn hin? Ach, was ist denn hier los? Nomaden, die nach einem neuen Zuhause suchen. Okay, hier können wir auch Material abholen zwischendrin. Okay, und zwischendurch kommen immer wieder neue Einwohner offensichtlich dazu. Mal gucken, was passiert, wenn wir gleich auf die treffen. Das scheint ja nun unvermeidbar zu sein. Ich weiß nicht, ob man vielleicht zwischendrin auch nochmal unterschiedliche Wege einschlagen kann. Ich habe ja auch was gelesen davon, dass man Onbu perspektivisch Kommandos geben kann. So, hier wird mal langsam gebaut. Könnt ihr meinen, ist ja nicht näher bezeichneter Flughafen bei der Bauverzögerung hier. Nein, es liegt einfach an der Entfernung hier. Das muss auch ein Riesenvieh sein, ne? So, komm, weisen wir auch drei Leute zu. So, einen Airwell brauche ich und einen Wassertank. Achso, und wie viel da rauskommt, hängt davon ab, durch welches Biom wir gerade schleichen. Ich verstehe. Okay, Plots. So, könnt ihr da schon mal arbeiten? So, Wassertank. Wassertank, der muss doch bestimmt nicht auf Grasfläche stehen, oder? Also erstmal ein Airwell, so ein Luftsammler. In Wüsten wird kein Wasser produziert. Gut, ich bin ja nicht in der Wüste und das hat ja bestimmt auch nichts damit zu tun, wo ich dich hier hinbaue, ne? Also. Ein Airwell. Wir machen gleich zwei Airwell. Zwei Airwell. Und zwei Wassertanks. Ihr schafft das. Hier liegt auch noch überall Holz rum, was nicht abtransportiert worden ist. Man kann die Priorität hier noch ändern. Hohe Priorität, höhere Priorität oder höchste Priorität. Oh, die Nomaden, die werden einfach so aufgenommen. Check them in the top bar. Wie viel passt denn hier in so ein Zelt rein? Zwei. Wie viel habe ich denn jetzt insgesamt? 20 Leute. Und 8 Zelte reicht für 16 Leute. Müssen wir noch zwei Zelte bauen. Bedürfnisse haben sich erhöht. Wo sehe ich denn die Bedürfnisse? Housing Quality, Food Quality, Productivity. Ist doch alles gut, oder?
Behaupte ich zumindest mal. Also ich sehe schon, das Spiel macht Spaß. So viel können wir schon mal sagen. Am Ende hängt natürlich davon ab, wie ist die Geschichte. Gibt es irgendwelche Quests? Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Ne? Da wird es beim Endurteil drauf ankommen. Aber ich denke, ich kann dem Ganzen jetzt schon etwas Positives abgewinnen. Aber vielleicht nicht, wenn es für 99,40 veröffentlicht wird. Da wird auch Zeit mit dem Wasser. Ich habe keins mehr. Keine Steine mehr, kein Holz mehr. So, hier unten muss abgeholzt. Da unten wird ja auch abgeholzt, damit ich Platz habe. Aber die Lager sind da hinten so weit weg. Ne? Ich denke, es ergibt Sinn, hier auch ein Lager hinzubauen. Ich nehme doch mal an, das wird einfach zusammengerechnet dann, oder? So, Lager. Mal gucken, ob das Spiel das automatisch von der Verteilung her galant hinbekommt. So, gucken wir mal in den Forschungsbaum. So, wir können Hütten erforschen, also besseres Wohnen. Wir können eine Küche erforschen. Aber da brauche ich doch so ein Forschungsgedöns für, oder? Forschungsgebäude. Ich greife dem Tutorial wieder vor, ich weiß. Aber so ist es nun. Du kommst hier hin. Oder? Na gut, komm hier. Wachsende Kräuter. Ist zu ernten, bewirkt momentan nichts. Bitte? Verstehe ich nicht. Oder falsch übersetzt von mir. So, Wasser wird produziert. Wir haben eine entsprechend hohe Luftfeuchtigkeit, das ist auch gut. Und Buhunger. Und Bohunger. Tarzan und Jane. Ich würde mal noch mal so ein bisschen die Vorgeschichte interessieren. Ist das Vieh einfach aufgestanden und die Leute sind mit, weil sie gerade an der Stelle waren? Was ist mit der Welt passiert? Und es sind ja auch noch Leute auf der Welt unterwegs. Bisschen mehr Geschichte fände ich toll hier. Bug Report. Okay, hier können Arbeiter noch spezialisiert werden. Können Straßen bauen, damit sie schneller sind. Material Storage. Aber wir haben doch hier schon Pantry. Ach, die Pantry, die lagert nur Lebensmittel. Ich muss hier Materialstorage, meine Güte. Warum sagt denn keiner was? Doofes Tutorial. Stonecutter. Carpenter. Bretter. Es hat vielleicht auch ein bisschen was mit diesen Produktionsketten. Hat es vielleicht auch einen leichten Touch von Siedler, oder? Wobei mir dieses Spiel doch auch doch extrem friedlich zu sein scheint. Ich weiß nicht, ob hier auch Kampf möglich oder nötig sein wird. Vielleicht erleben wir es ja noch in dieser Demo oder im Rahmen dieses Angespiels.
So, wo sind wir? Ach ja, guck mal, kommt eine Weggabelung. Ach, ich muss ein Horn Tower bauen und dann kann ich dem Onbu sagen, in welche Richtung er laufen soll. Verlassene Mine. Ach ja, Scavenger hat es, um Leute rauszuschicken. Und welchen Weg nimmt er jetzt, wenn ich nicht entscheide? Oh, schön gemacht, so als Holzfigur, ne? Also Liebe zum Detail haben die Schweizer offensichtlich. Müssen sie auch. Wer lecker Schokolade macht, der muss auch gute Spiele machen. So, was macht Anbu? Sieht man das jetzt hier auch, die Weggabelung? Oder läuft er hier immer nur geradeaus? Er läuft rechts rum. Sieht man jetzt aber nicht direkt einen Unterschied. Also scheint nur so eine Tapete durchzulaufen im Hintergrund. Okay. Ich möchte das hier gerne auf die höchste Priorität setzen. Und ich brauche mehr Holz. Irgendwas zuweisen. Nö. Glücklicherweise hat das Gebäude auch eine eigene Lagerfläche. Aber ich möchte ja im Tutorial weiterkommen. Okay, haben wir. Und ich soll die Küche erforschen als erstes. Machen wir. So. Ja, ich weiß, dass ich noch kein Forschungsgebäude habe. Schlafkommando. Die Onbu-Küche. Ach, da kommt ja noch einiges. Und offensichtlich, wenn ich hier mal sehe, manche Sachen sind für die Demo-Version gesperrt, bedeutet das ja offensichtlich, dass die anderen Sachen alle nicht gesperrt sind und dass wir hier relativ weit kommen können. Sehr schön, ich mag's, wenn ich mir Spiele auch in der Vorversion derart ausführlich anschauen kann. Okay, Research Building. Höchste Priorität, bitte. Ich habe das Gefühl, dass sie auch hier selbstständig Dinge ernten und Bäume fällen, die Einwohner. Dass ich hier mit dem Harvesting-Tool... Warte mal, ich kann auch einen Rahmen ziehen, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel so mache... Ach ja, okay. Kann ich mir die Einzelklicks schenken. So, hier, das können wir noch wegernten. Ach, Krankheiten heilen.
Beat. Red Beat. Nur Hornblower Build. Ach, jetzt geht's in ein anderes Biom, oder? Und was ist das hier? Short Cold Snap. Short Temperature Drop might affect the growth of your plants. Temperaturabfall. Ich hoffe, Onbu. Oh, hier. Sleepiness. Ich hoffe, er geht von selber schlafen. Also, dass ich ihm das Kommando geben kann, ist ja eine Sache. Aber Onbu ist ja jetzt nicht entmündigt, nicht wahr? Onbu weiß, wann Onbu schlafen muss. Oder schlafen sollte. Dschungel. Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Ich mag das Spiel. Mal gucken, was wir hier noch erleben dürfen. Was jetzt? Es geht einfach schlafen. Gute Nacht, Onbu. Na, noch schläft's nicht. Aber jetzt. Komm. Es geht und legt sich schlafen. Und netterweise vor dem Biom wechseln. Und hier, ach hier, was hier? Schnee oder was? Okay. So, ich habe dich doch schon auf höchste Priorität gesetzt, nicht wahr? Ja, habe ich. Aber es hapert am Holz. So, machen wir doch hier die Priorität auch nochmal hoch. Beim Bäume fällen. Damit es da auch weitergeht. Ich habe noch kein Gefühl, wie unmittelbar meine Befehle oder Befehlsänderungen wirken. Also in der Nähe von Produktionsstätten Lager zu haben, schadet auf jeden Fall nicht. Ach, guck mal. Diese Elemente finden sich hier auch wieder. Hier ist ein Wasserspeicher. Und hier sehen wir auch, es wird Wasser benötigt, ne? Was ist denn das hier? Hier, man kommt relativ nah ran. Aber es sind 2D-Modelle, oder? Gut, dann ergibt das Sinn, dass man nicht drehen kann. Eine sehr surrealistische Umgebung. Die Kamera schon bewegt sich sogar von selber. Seht ihr das? Rauf und runter. Scheinbar mit der Atmung von Onbu. Okay, gut. Genug an der Entfernung rumgespult. So, na endlich.
geht's auch gleich mit der Erforschung der Küche los. Ich hoffe, selbsttätig. Okay, da könnte ich auch noch Leute zuweisen. Nein. Also das ist 2 wohl Standard. Ein Tag, 8 Stunden, 30 Minuten. Nein, ich will das nicht abbrechen. Okay, ich habe 2 Forscher. Wahrscheinlich kann man das auch noch beschleunigen, wenn man weitere Forscherhütten braucht. So, ich brauche einen Carpenter, einen Stonecutter, eine Küche. Man kann verschiedene Rezepte auswählen, die verschiedene Ressourcen brauchen. Das ist interessant. So, also ein Carpenter. So, der Carpenter macht Planken aus Holz. Also sollte der Carpenter auch hier in der Nähe von Holz sein erstmal. So, ein Carpenter. Ein Stonecutter. Macht Slabs aus Stein. Was sind denn Slabs? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß ja nicht, ob der die Berge abbauen kann hier. Aber ich glaube, hier ist er gut aufgehoben. Der Stonecutter. So, Küche kann ich noch nicht bauen, weil sie noch nicht erforscht ist, nicht wahr? Aber ich kann Materiallager hier schon mal hinbauen. Ich behaupte mal, das ist überall gut. Wo wir solche Produktionsgebäude haben. Vielleicht aber auch nicht. So, was ist denn mit Lebensmitteln hier? Komm. So, genau, die Dinger, falls das Tutorial will, kommen auf die höchste Priorität. So. Vom Lager wird das Holz transportiert. Die Frage ist, ist es wirklich dediziert für das Holz, was dorthin getragen wird? Oder gibt es ein großes Gesamtlager sozusagen im Hintergrund? Dass man einfach nur ein paar Lager über den Rücken von Onbu verteilen muss, um jederzeit an alle Materialien zu bekommen. Wir finden es raus. So, genug. Oh ja, jetzt fehlen mir Steine. Mensch, jetzt habe ich genug Holz, fehlen Steine. Kann dich nicht einfach abbauen, ne? Nee. Vielleicht kann der Steinmetz das. Was macht denn die Forschung? 14 Stunden, 11 Minuten. Jetzt endlich was Leckeres zu essen und nicht nur Rohkost. Thank you.
knuffig ist der Style schon, muss man sagen. Persönlich würde mir ein bisschen mehr Animation gefallen. Und so ein bisschen mit 3D und Drehen könnte man auch machen. Allerdings geht es auch mit dieser 2,5D-Variante hier ganz gut. Man ist es, glaube ich, einfach nur nicht mehr gewohnt von der Darstellung her. Ich will jetzt nicht sagen, dass das hier schlecht ist, ne? Um Gottes Willen. Das gefällt mir sogar sehr gut. Ja, der Stonecutter hat keine Stones. Noch nicht mal Rollings. Stones. Die kriegen wir dann, wenn Onbu sich hier mal schütteln sollte. Was haben wir denn noch? Der Worker Post. Einen Boost, wenn sie spezialisiert sind. Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche. Was macht denn der Mykologist? Futter für Onbu. So, wo passt du gut hin? Hier. Ich muss ja gar keine hohe Priorität haben. So, der Mykologist. Was macht denn der Berry Gatherer? Collects berries from nearby berry bushes without damaging them. The more berry bushes around the belly. Er sammelt Beeren, ohne die Büsche zu beschädigen. Das wäre doch was für ein Anfang gewesen, bevor ich hier die ganze Büsche abholze. So, der Village Doctor, jetzt muss ich aussuchen. Hilft vergifteten Dorfbewohnern mit Kräutern. Und der Hornblower ist, um dem Onbu Kommandos zu geben. Na komm, machen wir erstmal den Hornblower. So, wo war denn hier der Berry Gatherer? Und jetzt habe ich hier. Kriege ich das noch irgendwie wieder weg? Naja, toll. Hier vielleicht noch. Berry-Gaser rein. Oh, Onbu wird wieder wach. So, alles ist im Bau. Und Onbu macht sich wieder auf den Weg. Fleißige Steine kloppe. Das erinnert mich aber an noch irgendein Spiel. Forsaken Lands? Nee. Weiß gerade gar nicht.
Ja, alles sehr gemächlich hier. Oh, ich komme gleich in diese spezielle Gegend, ne? Jo, da sind wir. Was passiert denn wohl, wenn wir an diese Kälteeinbruchstelle kommen? Und ich gebe mir hier nichts kaputt. Doch bis jetzt ist das schön entspannt, das Spiel. Village. So. So, gleich sind wir da. Ich bin sehr gespannt, ob wir die Effekte jetzt auch rundum und auf Onbu sehen können. Es kann sich ja nur noch um Sekunden handeln. Bleiben wir mal in der Sicht hier. Jetzt stört natürlich so ein bisschen das Tutorial-Fenster. Aber macht nichts. Ist das eine ganz kleine Eisfläche hier? Einschlafen, Onbu. So, also trotz höchster Priorität. Na gut, die Steine fehlen. Jetzt geht's vorwärts, was die Steine angeht. Die Küche muss ich bauen. 10 gesägte Bretter. Habe ich natürlich noch keine gesägten Bretter. Achso, und Steinplatten. Gesägte Bretter und Steinplatten. So, die Küche. Ist die hier besser? Ah ja, klar. Hier sind die Lebensmittellager. Logisch. Das wird aber noch eine Weile dauern, bis wir die Küche hier zustande gebracht haben. Ich würde mal fast meinen, dass wir aus dieser Demo eine Miniserie rausquetschen könnten, oder? Ich überlege mir das nochmal die nächsten 5 Minuten, ob ich das möchte. Na gut, da wäre es jetzt nicht schlecht, den Hornblower zu haben, ne? Ich denke mal, mehr Leute werden nicht schaden. Andererseits, wer weiß, was da auf dem Pfad geradeaus kommt. Aber gut, das wird nun so oder so Onbu gleich für uns entscheiden. Und diese Weggabelung, die nehmen wir auch noch mindestens mit in diesem Angespielt. So, wie sieht es mit der Forschung aus? Ach so, das ist schon die weitergehende Forschung zur Küche. Warum eigentlich? Der Doktor? Ach so. Blood Extractor. Damit kann man ihm mit jedem Herzschlag Blut entziehen, was seine Lebensenergie beeinflusst und sein Vertrauen. Was soll man denn da mit dem Blut?
um Blutpudding draus zu machen. Ach komm, was ist denn für ein Quark? Hütten, besser als Zelt und der Hornblower. Ich glaube, wir machen gleich den Hornblower und nach dem Hornblower noch die Hütten. Ach du liebe Zeit. Dann den ganzen Kram, den wir noch brauchen, um hier Steinbruch. Ach, da kann man noch Eisen herstellen. Hier, der Fütterungstrebuchet. Ich glaube, wir müssen uns gleich auch mal um Onbu kümmern. Oder? Er hat Hunger. Was macht er denn, wenn er Hunger hat? Er konnte sich doch bis jetzt auch selber ernähren. Aber ich glaube, ich würde mal annehmen, wenn er sich aus dem verschmutzten Boden ernähren muss, das geht. Aber er wird dann vergiftet sozusagen. Ist aber nur eine Vermutung. Das ist aber nur eine Vermutung. Ach, schon fertig? Was habe ich denn jetzt erforscht? Ich dachte, das wäre der Village Doktor gewesen. Current Research. Der Village Doktor. Das hatte ich doch schon ausgesucht. Nö, will ich nicht abbrechen. Aber das Tutorial will, ne, dass ich das eine oder das andere aussuche. Aber ich könnte auch die Hütte auswählen. Gut, wir halten uns ans Tutorial. So weit wie möglich. So, du brauchst ja auch Arbeitskräfte, nicht wahr? Du auch. So, Bretter werden produziert, Steinplatten werden noch nicht produziert. Uns der Kreuzung. Ach, guck mal, da gibt es ja, egal wo wir lang gehen, wir bekommen neue Leute dazu. Ja, wir bekommen auch immer mal ein bisschen mehr zu sehen, sodass sich dann vielleicht doch so im letzten Moment noch der ein oder andere Weg als sinnvoller herausstellen könnte. Vielleicht. Werden wir sehen. Ich könnte aber schon mal ein weiteres Zelt in Auftrag geben. Ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Eins brauche ich ja mindestens, wahrscheinlich noch mehr am Ende. So. Können wir schon mal eins in Auftrag geben. Schon mal vorsorglich. Jawohl, jetzt wird sowas mit den Steinplatten. Und demzufolge dann auch gleich mit der Küche. Weil er produziert auch immer weiter, ne? Kann man ja irgendwie anhalten. Disable. Weil dann macht er einem jetzt nämlich aus den Baumstämmen komplett Planken. Aber an der einen oder anderen Stelle wird man ja auch noch Baumstämme oder Steine dann auch brauchen und nicht nur Platten. Gut, wir finden das raus. So, der Doktor. Ich nicht glaube, dass wir den so schnell brauchen, den Doktor. Eigentlich Quatsch. Andererseits,
Wenn wir dann erstmal vergiftet sind, dann wird es wahrscheinlich auch wieder eine Weile dauern. Bis der Doktor dann gebaut ist, ne? Dann, und die Kräuter dahin gebracht wurden und die Leute behandelt werden können. Man muss schon überlegen, ne? Was man hier wie macht. Aber so wie ich das sehe, kann man das Spiel aber auch ganz gut ohne Tutorial starten. Uns wurde ja zu Beginn die Auswahl überlassen, ob wir eins haben möchten oder nicht. Ich hätte die Reihenfolge vielleicht sogar ein bisschen anders gewählt ohne das Tutorial. Geht Onbu nach links, geht Onbu nach rechts? Was wäre denn hier? Onbu Feeding Spot. Wir haben einen Ort gefunden mit frischem Essen für Onbu, das völlig ohne Gift daherkommt. Ja, natürlich hätte ich das dann ausgewählt, wenn ich jetzt so einen Tower hätte. Es sieht aber so aus, als ob Onbu selber auf die Idee kommt, in diese Richtung zu gehen. Vielleicht gelockt vom Futter. Wer weiß. Gut, er hat die Kreuzung gewählt. Wir sind bei der Forschung, wir sind beim Bauen. Mein Urteil habe ich ja jetzt hier schon mehrfach zwischenzeitlich angegeben. Ich finde es gut. Bin gespannt auf das Endergebnis und auch auf natürlich darauf, was dieses Spiel dann kosten wird. Wir gehen hier mal mindestens in eine Miniserie mit dieser Demo-Version und ihr dürft gespannt sein, wie es weitergeht. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Einstweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.